So, da können wir jetzt uns reinstürzen. Wieder ein Drescher-Hai-Ei. Das plus Öl. So. Hat AA gemacht. Damit. Dann gehen wir mal in die Sushi-Bar. Dann könnten wir dasselbe halt am nächsten Tag nochmal machen. Kann nicht schaden. Oh, mach mal. Das Gericht wird noch richtig banger. Mit drauf. Wir werden irgendwann beide keine Gurken mehr haben. Aufsitz. Eishai haben wir auch. Wir haben mit drauf. Mit. Auto kochen? So. Bitte keine Cocktails. Keine Cocktails und ich bin happy. Da müssen echt die Fische langsam ein bisschen schneller machen. Was geht in dem Ding? Oben kommt der. Ich Wasabi-Not. Bei den Kopf jetzt immer so konzentrieren. Ah! Verrissen. I'm sorry. Noch eins weiter gemusst. Wie sieht unsere Bilanz aus? 31.000. Tausend ist auch gut. Wird langsam. Auch nur wieder mehr Gurken. Deswegen gehen wir jetzt auch zum Feld.
will immer keinem Spiel Spaß geben, sondern nur Futter. Wissen, was da draus wird. Ob das dann voll die Spaßbremse wird. Sind einige Pflanzen eingegangen. Ja. Auch nochmal einen Nährstoffkompost reinhauen. Pflanzen. Dann machen wir einfach 4 Gurken rein, weil wir es können. Machen einen Nährstoffkompost. Erntesteigerer. Ah, okay, es gibt nur eins. Da ist beim Reis drauf. Schadet nicht. Gehen wir wieder zu Fischi. Hier sind nämlich ganz viele Hummer mit dabei. Auch alles mit. Kragenhai. Und Langusten. Müssen wir auch mal erweitern. Das ist auch übervoll eigentlich fast schon. Hier liegt es definitiv am Eishai. Die hier sind entspannt. Die sind auch immer recht schnell voll. Ich glaube, wir müssen ja wirklich teilweise täglich lang. Einfach weil es so schnell voll wird. Dann sie scheint sie aber gut zu laufen, oder? Ah, schade. Er könnte uns sonst ein neues Rezept geben. Genau, ein bisschen die Küche upgraden. Wir wollen ja nicht, dass sie unserer Hauptstelle in irgendwas nachstehen. Mit violetten Seeigel, okay. Könnte man eigentlich auch noch losschicken. So, mein guter. Ja, eigentlich noch Hummer. Haben wir noch welche? Aber nicht so viele, weil die brauchen wir selber noch. Am Ende braucht er die eh nicht alle. Er hat aber durch die. Ja, wir haben genug. Der hat ja durch die Fischfarm auch einen Haufen bekommen. Hier hätte ich gerne einen Teil zurück. Ja. Die auch. Die sowieso.
Komm, gib mir einfach alle. Kann ich das vielleicht nochmal upgraden? Das kann er ja behalten. Aber dann können wir das super gute Gericht vielleicht nochmal upgraden. Uns fehlt Reis. Okay, das ist okay. Wenn es nur noch Reis wird, ist. Wir fehlen uns Gurken. Und dann können wir nochmal in die Tiefen gehen. Ja, wir können nochmal in die Tiefen gehen. Definitiv. Brauchen wir 15? Das ist eigentlich zu viel. Wie viele Servings sind das? Hier. Können wir nochmal upgraden. Okay. Garnele. Eine Stufe. Wenn noch. Oh, schon. Haben wir nicht mehr so viel Reis gerade? Das eine Rezept. Alles braucht hier Reis. Und keine europäischen Papageienfische. Wild. Krabbe zählt nicht mit bei den Hummern rein. Greifen Welse, ganz schmack. Ja, der Sägebarsch ist so eine Sache. Den suche ich bis heute noch. Komm, wir machen mal die Kristall. Den Kristallhummer. Wir müssen halt nochmal nachts angeln gehen. Können wir halt nicht kurz upgraden, aber. Was wir haben, haben wir. Gut, hätten wir mit am besten. Oh, jetzt habe ich die scheiß hässlichen Stühle mitgekauft. Weihnachtssachen. Wir haben dort auch was geschenkt bekommen. Marinka? Ja, wir nehmen definitiv die Marinka. Nee, ich will die Marinka haben. Der hat halt komplette Weihnachtsdeko. So süß. Ah, komm, wir machen's so. So anders aus jetzt. Und dann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Seevolk und vom Seevolk aus dann auf die 150 Meter. Und dann können wir nochmal nach unserer Algenfarm gucken, weil ich lange nichts mehr gehört habe. Ach, Feldfrüchte sind erntebereit. Ach, jetzt hören wir auf einmal was. Ja. Bin doch schon da. Das Brett hat nichts. Wir sitzen noch in der einen Aufgabe.
Beim Schmied möchte ich jetzt auch erstmal nicht abgeben. Oh ja, das sieht gut aus. Sind die nicht jetzt Level 3? Haben wir noch welche? Nee. Jetzt brauchen wir. Kam kein Kopfgeräusch, war so weird. So. Und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen schwanken. Und gucken, was wir noch so finden. Ich hab gar nicht in die Wetter-App geguckt, wie das nächste Wetter wird. Und uns fehlt ja dann noch ein Fischmon. Das letzte, was ich versaut habe. Dann haben wir ja fast alles. Let's go! Abtauchen. So ein schöner Shortcut. Ich wollte eigentlich die Betäubungsharpune mitnehmen, sondern eigentlich das Netz, aber naja. Hab's vergessen. Muss ich jetzt damit leben? Muss ich's töten. Jetzt nix. Lieber dann tot als gar nicht. Wahrscheinlich. Klingt so brutal. Giga Morena. Bessere Harpunenspitze würde ich nehmen. Bessere Harpunenspitze würde ich immer nehmen. War daneben. Dein Ernst? Aber. Schläfern? Oh, da steht bestimmt ein. Nee. Warte. Bessere Harpunenspitze. Für diese brutale Harpune. Ja. Oh boy. Über wie? Den nehmen wir auch noch mit. Vier Schuss haben wir noch. Vielleicht finden wir noch einen Zigarrenhai. Schauen. Ob uns das Glück hold ist. Ist uns. Ich hatte so eine Ahnung, dass die Munition sein könnte, aber ich wusste es. Leute manchmal mehr in die Ecken gucken. So. Denken wir jetzt. Mit. Warum tut denn da eigentlich schon voll viel? Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viel sammeln. Aber ich glaube, viel ist das auch einfach durch die. Ja? Durch die Fischfarm so am eskalieren. Meine Vermutung. Das ist halt die Zweigstelle, nie so viel Fisch.
Der hat mich ja legit eigentlich nur von der Fischfarm immer Sachen zugeschickt. Muss ja dann doch recht viel gewesen sein. Schade. Wieder lag noch Munition. Oh, noch nicht mehr viel. Der Pune macht doch enorm viel Schaden irgendwie. Mir nicht erklärlichen Gründen. So. Getroffen. Du kriegst eine Schnecke. Hier. Jetzt kriege ich jetzt die ganze Zeit die Lampe. Topf nehmen wir natürlich auch mit. Da vorne ist noch eine Spinne, die müssen wir definitiv. Nein. Plop. Die hat sich nur gefragt, was passiert ist. Noch da hoch. Müssen wir aber hier unten erstmal das gefangen haben. So viel Zeit muss sein. Geht doch. Seepferdchen. Da. Schwimmen wir einmal drum rum. Noch unser Lieblingsfall da. Meine Hass-Lieblingsfall. Nehme ich die. Kann die nicht leiden und ich glaube, sie können mich auch nicht leiden. Oh, hier ist ein Kochtopf. Nehmen wir mit. Nehmen wir doch immer mit. Brauchen wir nicht? Ich mache jetzt hier wieder einen auf Staubsauger. Kann ich gut. Obwohl ich weiß gar nicht. Im Wühler bin ich nicht so gut. Glaub so. Obwohl im Staub saugen noch besser als im Staub wischen. Staubwischen ist immer so anstrengend. Vor allem, wenn man Regale mit vielen Büchern und Figuren hat. Regale, keine Vitrinen. Obwohl eine Vitrine muss man bestimmt auch staubwischen. Dezent belasten. Weil man ist dann froh, wenn man es einmal durchgewischt hat. Aber naja. Muss man dann eh bald nochmal machen. Wahrscheinlich findet man da aber interessante Sachen. Denkt man nicht, dass man solche Sachen noch besitzt hat. Wenn man jetzt einfach Ewigkeiten nicht die Regale nicht angeguckt hat. Müsste da eigentlich auch irgendwo mal ein Hai kommen? Oder nicht? Geht mehr Schaden, wenn die Level 3 ist. Harpune. Jetzt gibt's wieder Giftfisch. Schade. Hätte ich wohl doch die Harpune nehmen sollen. Zigarrenhai.
Mitnehmen. Nun klaue ich immer den Flakon, bevor es überhaupt merkt. Wir schon. Oh. Und noch einen Stein, glaube ich. Ein Stein wäre noch. Die Qualle stirbt an Gift. Die haben knapp über 50 Leben, kann das sein? Ich mach 53 Schaden. Dann sterben die. Dort oben? Wir müssen hier unten weiter suchen. Da ist da noch einer. Gibt's eine Schnecke? Ach, schön, dass wir einfach random einen Zigarrenhai gefunden haben, den ich das letzte Mal ewig gesucht habe. Ein Kochtopf. In dem Winkelende. Das ist schlimmer an den Gifttopfen. Gedreher. Weil er stirbt vorher, bevor ich das mit dem Gedreher wieder hinkriege. Oh, gutes Katzenfutter. Nehmen wir natürlich mit. Auch mit. Ach, nehme ich mehr Schaden. Schlimm, ich bin zurzeit irgendwie voll auf den Sammeltrip dank Dave the Diver. Dafür werden wir dann hier God of War und Horizon Forbidden West weiter spielen, dass ich dann nicht auch weitermache damit. Dann werde ich ja nie fertig. Sammle ich einfach jeden Scheiß. Obwohl bei God of War und Horizon ist es ja nicht so entspannt. Da muss man ja teilweise wirklich ein bisschen aufregender. Erstmal wieder dann die Steuerung lernen. Das wird wieder gut. Wie immer. Wenn man Spiele lange nicht gespielt hat, erstmal Steuerung lernen, ist immer gut. Hey, wir haben noch Hummer gewesen. Klasse. Kalksteinhöhlen sind manchmal so gemein. Die in Sackgassen. Suche ich mich ein bisschen dumm und dämlich. Weil das hier, glaube ich, keine Kalksteinhöhlen mehr sind. Das sind sogar, glaube ich, sogar nur eine normale Höhle. Wie das aussieht. Na komm. Dadurch, dass wir halt keine Haie getroffen haben, haben wir immer noch drei Drohnen übrig. Wir jetzt noch jemanden. Maybe Treschei. Obwohl wir von dem schon enorm viel haben. Ich könnte nochmal ein Papageienfische mitnehmen. Da haben wir glaube nur einen jeweils mit Stufe 3 mitgenommen für das Marinka.
Hammerhai. Und die habe ich eigentlich genug. Weil am Ende ist hier wieder irgendwo so ein Segelfisch, da weine ich. Ich wusste doch, dass der zu rötlich ist. Den Sägebarsch werde ich nie wieder finden, ey. Barracuda, du wiegst so viel. Barracudas wiegen einfach zu viel. Das ist einfach die Wahrheit. Den hätte ich schon gern noch. Können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Warte mal. Das sind doch hier die Pfauen. Das sind die zwei Fische, die ich noch brauche. Nein. Ich brauche eine andere Waffe. Hier sind zwei Waffenkisten. Ja. Komm her. Ungünstig mit dem Hai, aber... No, und wo ist der V hingeschwommen? Da unten. Nein. Jetzt. Fehlt nur noch dieser vermaledeite Sägebarsch. Frage ist, wo ist er? Die jetzt hier waren, vielleicht auch da. Das? Oh mein Gott, er ist es. Wir sind fertig. Wir haben alle Fische auf 3 Sterne im oberen. Oh, ich habe ihn gefunden. Er ist ja wirklich nur so klein. Wie klein der ist. Einfach alle. Ich gehe jetzt raus. Ich hätte zwar noch gerne mehr von denen, aber wir sind eh schon recht schwer. Wir haben jetzt einfach alle Fische auf 3 Sport. Okay, es wird wieder ein Delfin. Hier ist er. Wir haben jetzt hier alle auf 3. Bin die hier noch? Wir müssen aber nicht nur mit dem Netz runter. Die sind öfter da als die, die wir jetzt gefangen haben. Das ist ja das DLC, aber da haben wir letztens auch ganz gut. Außer halt die Quallen, die waren irgendwie komisch. Das.